Gähnen. Ist ein stiller Schrei nach Kaffee. Um morgens die Müdigkeit abzuschütteln, eignet sich kaum etwas besser als ein frisch gebrühter Kaffee oder Espresso. Während manch jemand aber bereits mit einer einfachen Filterkaffeemaschine auskommt, wünschen sich andere wiederum die extra Portion Luxus, zum Beispiel in Form eines Siebträgers. Und genau so einen möchten wir dir heute näher vorstellen. Hi, ich bin JP von Tested und wir haben die De'Longhi La Specialista Arte für dich getestet. Doch ist das Modell wirklich ein Spezialist oder ist nachher alles nur Schall und Rauch? Finden wir es heraus. Direkt nach dem Auspacken überzeugt das Modell. Die glänzenden Edelstahlelemente gehen seitlich und am Boden in matten weißen Kunststoff über. Alles wirkt robust und hervorragend verarbeitet. Der Siebträger hat ein ordentliches Gewicht und liegt durch die angeraute Fläche gut in der Hand. Ein etwas ungewöhnliches Bauteil ist der De'Longhi sogenannter Dosing and Tempering Guide. Der kommt beim Mahlen und im anschließenden Verdichten des Kaffees per Temper zum Einsatz. Wo wir gerade davon sprechen, lass uns doch einfach mal das Gerät in Aktion betrachten. Zunächst müssen wir Wasser in den Wassertank füllen. Dieser befindet sich an der Rückseite und lässt sich einfach nach oben entnehmen. Anschließend kommen unsere Kaffeebohnen. Wir setzen hierbei auf Bio-Arabica Espresso-Bohnen. Soweit sind die Schritte der Vorbereitung 1:1 vergleichbar mit denen eines Kaffeevollautomaten. Die habe ich übrigens auch für dich getestet. Das Vergleichsvideo dazu findest du hier oben verlinkt. Aber weiter geht's. Kommen wir zum namensgebenden Siebträger. De'Longhi liefert zwei. Für eine und für zwei Tasten. Ich nehme entsprechend das kleine Sieb. Anschließend wird der Dosing und Tempering Guide aufgeschraubt und der Siebträger in die Maschine eingehängt. Zum Starten des Mahlvorgangs müssen wir den Siebträger bis zum Anschlag eindrücken, bis ein Widerstand zu spüren ist. Vorher haben wir natürlich die Dosiermenge und den Mahlgrad mit Hilfe dieser Drehregler eingestellt. Unsere liebste Einstellung sind ein sehr feiner Mahlgrad und eine Dosiermenge von 30. 30 was? Ja, gute Frage, ne? De'Longhi gibt hier leider nämlich keine Maßeinheit. Wir haben also einfach selbst ausprobiert. Der Kaffee wird gemahlen und fällt in den Siebträger. Im Anschluss kommt der Temper zum Einsatz. Mit ordentlich Druck drückt man den gemahlenen Kaffee zusammen, damit das durchlaufende Wasser alle Aromen und Öle mitnehmen kann. Der Tempering Guide wird abgeschraubt und der Siebträger in die Maschine eingehängt. Für einen Espresso nutzen wir die Tassenerhöhung, die De'Longhi mitliefert, um Kaffeespritzer am Gerät zu verringern. Temperatur auswählen, für uns 3 von 3. Espresso auswählen und den Prüfvorgang mit OK starten. Lange warten musst du nicht. Der Espresso wird gebrüht und präsentiert sich mit einer hervorragenden Temperatur und Crema. Keine Spur vom bitteren Beigeschmack. Hier gibt es von uns ganz klar volle Punktzahl. Also nochmal konkret zu den Vorteilen. De'Longhi hat hier ein Maschinchen auf den Markt gebracht, das mit einer hervorragenden Verarbeitung punktet. Es ist zwar viel Kunststoff verbaut, dieser ist aber äußerst robust. Irgendwelche Lücken, Kanten oder unsaubere Stellen haben wir vergeblich gesucht. Das Bedienfeld besteht aus 4 Knöpfen und 2 Drehreglern. Mit den Drehreglern wählst du die Dosiermenge sowie die einzelnen Funktionen, also Espresso, Americano oder heißes Wasser aus. Der kleine Punkt hier unten lässt sich die Wasserhärte einstellen. Auch hier wackelt nichts. Die Knöpfe haben einen sauberen Druckpunkt und wirken, als würden sie auch jahrelang Dauerbetrieb aushalten. Die Bedienelemente des De'Longhis waren in unserem Vergleichstest übrigens die besten und haben sogar die der Sage Barista Express, also dem Testsieger, ausgestochen. Den Link zum Vergleichstest haben wir dir hier oben eingeblendet. Auch das Zubehör kann sich sehen lassen. Zwei Siebe brechen keine Rekorde, sind aber im Grunde alles, was du brauchst. Das Edelstahlkännchen für Milch ist nicht nur praktisch, sondern auch hochwertig. Der Dosing and Tempering Guide hat einen echten Mehrwert, da er das Tempen nicht nur erleichtert, sondern auch die anschließende Sauerei mit etwaigem überschüssigen Kaffee verringert. Zum Tempen kann der Siebträger auf eine mitgelieferte Gummiablage gelegt werden. Kein Muss, aber bietet tatsächlich etwas Stabilität. Espresso kommt am Ende mit einer Temperatur von rund 63 Grad Celsius aus der Maschine. Übrigens ist die De'Longhi die einzige Siebträgermaschine unseres Vergleichstests, die eine dedizierte Option für Americano bietet. Aber nochmal zurück zum Espresso. Damit beim Brühen weniger auf den Edelstahl der Maschine spritzt, hat De'Longhi eine kleine Erhöhung für Espresso-Tassen beigelegt. Auch das ist kein Muss, aber definitiv ein netter Bonus. Eine kurze Erwähnung verdient auch De'Longhis Quick Guide. Auf 6 Seiten wird dir hier eine detailliert bebilderte Anleitung geliefert. Von Tipps zur Dosierung des Kaffees bis hin zu Tipps zum Milchschaum ist hier alles vertreten. Ein paar Nachteile gibt es aber doch. De'Longhi galt beim Mahlgrad und beschert dem Modell nur 8 Stufen. Für den Alltag okay, für Genießer aber eher ein Kapitaldelikt. Auch ist die Beschriftung mancher Bedienelemente nicht ideal gelöst. Die Dosiermenge wird ohne Mengenangaben ausgegeben. Ebenso wie der Druck, bei dem es nur die Anzeige einer Optimal Zone gibt. Genaue Barangaben hätten uns bei letzterer besser gefallen. So hat das Finden der für uns perfekten Einstellung ein paar missglückte Kaffeebezüge gedauert.
Am Ende konnte uns die De'Longhi aber trotz kleiner Makel absolut überzeugen. Nicht zuletzt auch, weil sie in ihrer Funktionalität und Qualität beinahe an den Testsieger unseres Siebträger-Vergleichstests, die Sage Barista Express, herankommt. Dabei aber rund 120 Euro weniger kostet. Wenn wir dir jetzt Lust auf Espresso machen konnten, lass uns gerne ein Like da. Vergiss nicht zu abonnieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Schreib uns auch gerne in die Kommentare, wie du deinen Espresso am liebsten trinkst. Und schau dich auch gerne weiter auf unserem Kanal um, denn wir haben noch allerlei andere Dinge für dich getestet. Ich bin JP von Tested. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielleicht sollten wir mal irgendwie Bügeleisen testen, so zerknittert wie mein T-Shirt ist. Hier könnt ihr euch noch Videos angucken.